Shiro Parker, Wallahan. User joined your channel. Ja, hallo. Hallo. Und einem historischen Augenblick bei, in dem soeben die zweite keltische Stadt mit dem Namen Dublin gegründet worden ist. Dublin. Am Silberberg. Irische Stadt liegt mitten in der Wüste. Wieder ein Stück alternative Geschichtsschreibung hier bei Sid Meier's Civilization 5. Und direkt neben Dublin ein Krieger, eine Bestie, einem Barbar, der voller Ehrfurcht vermutlich erstarrt, sich abwendet von Dublin und wahrscheinlich gerade Fracksausen hat, weil er weiß, dass jetzt die allmächtige keltische Zivilisation beginnt, ihn zu jagen. Sind das deine Pläne? Ich habe jetzt nicht unbedingt Barbarenjagd hier im Fokus. Nichtsdestotrotz, wenn sich das ergibt, sage ich. Aber hattest du nicht Ehre gewählt? Das ist doch Kultur, wenn du die jagst. Genau, das stimmt. Mhm. Also zumindest die, die in die Nähe kommen, da lohnt sich das ja dann schon, die aufzuräumen. Ja, deswegen habe ich ihn auch schon beschossen. Meinen Krieger jetzt hinterher zu jagen, halte ich jetzt allerdings gerade nicht für sinnvoll. Weil er ihn in dieser Runde eh nicht töten kann. Also warte ich noch eine Runde. Mhm. Mhm. Das ist der einzige Barbar, der in der Nähe deiner Städte ist? Nein, ich habe nördlich davon direkt ein Barbarenlager, das ich schon aufgedeckt habe. Nördlich von Dublin, genau. Da werde ich mich mittelfristig drum kümmern. Mhm. Und langfristig wirst du dich um den Barbaren Martexus kümmern? Womöglich. Zumindest habe ich bisher erfahren, dass er ein relativ schwaches Militär hat. So verrät es die Demografie, ganz genau. Ob ich das jetzt, also ich bin ja nun nicht dafür bekannt, ein besonders aggressiver Spieler zu sein, ob ich das jetzt direkt dafür zum Aufhänger nehme, ihn jetzt demnächst anzugreifen, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall zunächst einmal mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Mhm. Ja, und wenn ihr noch 4 Runden bleibt, dann seht ihr das erste Weltwunder. Ah, oh, das wäre cool. Ja, ich habe es schon vorhin bemerkt, dass du da werkelst. Da ist schon der Ansatz zu sehen bei Athen. Kannst du ja mal kurz gucken, Writing Bull, ob du das erkennst, was da schon gebaut wird. Ein großes steinernes Bauwerk nordwestlich, was ist das? Ja, ich habe die Unabhängigkeit gewählt und versuche jetzt, die Pyramiden mir zu holen. Die geben mir 2 Bautrupps und zusätzlich arbeiten diese Bautrupps dann auch ein bisschen schneller. Machst du dir nicht ein bisschen Sorgen, dass vielleicht die Ägypter unter Puck ebenfalls dabei sind, Weltwunder zu bauen, weil die Ägypter haben ja einen erheblichen Bonus bei den Weltwundern. Vielleicht wäre das ja eine Strategie, die Puck nahe liegt und die ja schon längst eingeschlagen hat. Und wir wissen ja, wie das läuft bei C5. Wenn zwei Leader ein und dasselbe Weltwunder bauen und einer errichtet es als erster, dann guckt der zweite in die Röhre. Ja, also Puck ist für mich keine Gefahr. Der hat Tradition gewählt, er kann die hängenden Gärten bauen, stattdessen aber nicht die Pyramiden. Es gibt allerdings mit Tresinia eine Gegenspielerin. Also da mache ich mir schon Sorgen, weil ich durch die Gründung meiner zweiten Stadt auch jetzt derzeit einen Malus habe bei der Produktion, weil meine Bevölkerung ein bisschen unglücklich ist dadurch. Deine Bevölkerung ist nicht allzu glücklich. Die Athener mögen das nicht, dass sie jetzt auch noch Sparta gibt. Historisch die große Konkurrenzstadt der Athener. Ja, die sind immer schnell eingeschnappt, ja. Ja. Also diese Staatsbürger wollen nicht immer genau das, heißen nicht immer die Pläne ihrer Staatsmänner für gut. Naja, da muss man Augen zu und durch machen. Auf jeden Fall hast du jetzt dafür die Zeit. Dafür gibt's ja dann Propaganda. Ja. Und da lernst du noch, oder warst du vorher schon bei diesem Stadtstaat? Wir sehen gerade Wallahan, wie der Hoplit da rüberzieht und einen Bautrupp erspäht und auf Hormus blickt. Ja, du hast doch nicht etwa vor, den Bautrupp klauen? Nein, ich bin ein friedlicher Spieler, also das werde ich nicht machen. Also gerade zu Stadtstaaten bin ich friedlich und nett, genauso wie es sich für Griechen gehört. Die sind ja selber alles Stadtstaaten-Freaks und haben das auch als Trait. Genau, die haben ja einen Vorteil. Da hast du es besser, wenn du da freundlich zu allen Stadtstaaten bist, weil die sich das Verhältnis dann stabilisiert, nicht? Das bleibt länger gut. Ja. Das ist der spezielle Nationenbonus, den der Leader der Griechen, Alexander,
mitbringt in das Spiel, ist es leichter, mit den Stadtstaaten gut auszukommen. Historisch war das natürlich anders. Also die großen Demokratien in Athen beispielsweise, da hatten zwar alle das Wahlrecht, aber nur die erwachsenen Männer, die Frauen hatten es nicht und natürlich auch die vielen, vielen Sklaven nicht. Das waren schon Sklavenhalterstaaten auch. Ich will dich jetzt nicht aufwiegeln, Hormus zu überfallen und den Bautrupp zu versklaven, aber ich möchte es dir als Möglichkeit aufzeigen. Nein, ich habe jetzt Hormus auch ein Schutzversprechen gegeben. Die würden mir sogar Geld geben dafür, wenn ich sie erpressen wollte. Die haben Angst vor mir, aber ich habe denen gesagt, ich tue euch nichts. Wischet euch lieber vor den Shoshonen. Die haben mit den Barbaren eine Freundschaftserklärung, wie mit allen anderen. Und ja. Machst du dir eigentlich Gedanken darüber, dass die Shoshone in deiner Nachbarschaft vom Start weg ein so großes Kulturgebiet hatten? Schon, das war ja der Startbonus des Shoshonen-Anführers Pocatello, dass sie jetzt auch so zügig sich ausdehnen. Beeinflusst das in irgendeiner Weise deine Spielweise als Nachbar von denen? Ja, das bedeutete, dass ich schnell dorthin wollte, wo ich jetzt bin mit Sparta, um mir diese gute Position zu gönnen. Ganz kurze Unterbrechung, wenn ich mal eben darf, Wallahan. Wir gehen auf nächstes auf das Rad. Auf das Rad, ich habe Philosophie eingestellt. Von mir aus also auf Rad. Das Rad, ja. Achso, ja, stimmt. Philosophie wäre ein Umweg. Aber ja, Rad, oder? Rad, ja. Morgen okay. Ist Rad, ja. Alles klar. Wir wechseln mal kurz in die... Piro, du hast auch gerade deinen Bautrupp verloren, was? Ja, leider. Der Nachteil ist ja, dass du im Multiplayer keine Benachrichtigung bekommst, wenn Barbaren in der Nähe sind. Und irgendwie scheint das auch nicht so funktionieren, dass die Bautrupps dann automatisch aufgeweckt werden. Hm. Das macht aber nichts. Ich habe den Krieger, der den Bautrupp überfallen hat, hier schon erledigt und kann mir meinen Bautrupp in der nächsten Runde wieder zurückholen. Aber es war erstmal ein kurzer Schreckmoment, das muss ich schon zugeben. Muss ich jetzt loben, Piro, weil jeder andere Spieler in diesem Spiel hätte die Schuld jetzt auf uns geschoben, dass wir ihn festgequatscht hätten. Tja, vielen Dank. Kompliment. Ja, finde ich auch respektabel. Finde ich vor allem auch deshalb interessant, weil, ich will euch nicht zu viel verraten, aber ihr seid tatsächlich die erste Nation, die gerade, oder das erste Team, das Barbaren auf diese Art und Weise, das Bautrupps auf diese Art und Weise an Barbaren verloren hattet und dass ihr jetzt eure Ehre dadurch wiederhergestellt habt, dass ihr euch diesen Bautrupp jetzt sofort zurückholt, das finde ich gut. Das sähe sonst auch ein bisschen peinlich aus, finde ich. Und da habe ich gerade gesehen, dass jemand das Weltwunder Stonehenge fertiggestellt hat. Also geht der Titel des ersten Wunders wohl doch nicht an unser Team, sondern an ein fernes Land, das hier nicht näher genannt werden möchte. Zacko, wir wechseln mal kurz in die Lobby und gucken dann, wer das war mit Stonehenge. Recherchier doch mal. Ich weiß es schon. Okay, dann wechseln wir jetzt erstmal in die Lobby. Ja, dann seht ihr nicht, wie ich mein Wunder jetzt gleich bauen werde. Wir kommen dann bestimmt gleich wieder. Ja, da müssen wir natürlich bei Wallahan bleiben. Ach so. Bevor wir jetzt ein solches Eifersuchtsdrama hier provozieren. Nein, ja. Wir bleiben natürlich bei dir, Wallahan. Ist das nächste Runde schon der Fall? Das ist nächste Runde der Fall, ja. Na, so viel Zeit muss sein. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich die große Bibliothek wagen soll. Dafür könnte es vielleicht ein bisschen spät sein. Andererseits, wir sind nicht so viele Spieler. Das darf doch nicht wahr sein. Bei jedem einzelnen Civilization-Spiel, das ich jemals mit dir zusammengespielt habe, egal ob bei einem Let's Play, bei einem Multiplayer-Spiel, bei einem Testspiel, bei was auch immer, immer erzählst du, die große Bibliothek, das ist das zentrale Wunder, das liebe ich über alle Maßen, das möchte ich bauen. Wallahan, was meinst du dazu? Große Bibliothek. Wallahan, warte mal, wir haben nur noch anderthalb Minuten. Ich muss mich kurz beraten mit meinem Teamkollegen. Wallahan, was meinst du zur großen Bibliothek? Ist es dafür schon zu spät oder soll ich es wagen? 14 Runden? Von mir aus kannst du es wagen, also... Hältst du es für sinnvoll? Oder meinst du, es wird mir vor der Nase weggeschnappt? Guck mal, es hat also jetzt wenn wir es haben, dann wäre es gar nicht mal schlecht. Ich versuche das einfach mal. Meine Güte. Wir können vielleicht noch dazu sagen, was die Bibliothek, große Bibliothek bringt. Ne? Das ist, glaube ich, die Freitechnologie und eine Bibliothek in der Stadt, nicht? Ganz genau. Und darüber hinaus große Wissenschaftlerpunkte, die auch sehr wertvoll sein können. Mhm. Okay. Ja, die Teams, die haben da ihre Freundschaftserklärung und wir kämpfen hier gegen die Barbaren. So, jetzt entsteht gleich. Ein Moment bitte noch. Noch 30 Sekunden, dann ist die Runde vorbei, dann müssten die Pyramiden stehen, ne?
Ich habe weitergedrückt. Balan, weißt du denn schon, welcher große Führer in der Gruft dieser Pyramiden seine letzte Ruhe finden soll? Da ist ein Sieb. Black Archon, würde ich sagen. Ja. Das ist die Gruft, die für Black Archon zur Verfügung steht. Das sollten wir ihm gleich mal mitteilen, finde ich, Zappor. Bis später, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wollten wir nicht erst in die Lobby? Ja, hat sich jetzt erledigt. Jetzt, das will ich denen doch schon ganz, ganz schnell jetzt mal mitteilen. Na gut. Okay. Einheiten aufrüsten. Hallo Tracy, hallo Black Archon. Hallo. Wir haben eine Nachricht zu überbringen. Was? An wen? Oho. An euch. Also konkret weniger an dich, Tracy. Sorry, mehr an Blackie jetzt. Okay. Eine persönliche Botschaft von Alexander, dem Anführer der Griechen, der dir ausrichten lässt. Hast du mitbekommen, welches Weltwunder er gerade errichtet hat? Die Pyramiden. Ganz genau. Und er lässt ja A, schöne Grüße ausrichten und B, dass die Gruft in den Pyramiden, die da ganz unten drin steht, diese kalte, kalte, dunkle Gruft, für deinen einbalsamierten Leichnam reserviert ist. Ich möchte übrigens danken, WB. Ich wusste nämlich nicht, wer die Pyramiden gebaut hat. Aber da du jetzt auf meine Frage das so bestätigt hast, alles war, hast du mir eine wichtige Information gegeben. Danke. Ich habe lediglich eine Botschaft ausgerichtet. Der Kollege Alexander Acker Wallahan hat mich drum gebeten. Wer wäre ich, dass ich ihm einen solchen Gefallen ausschlagen würde? Na! Da hast du dich jetzt gut abgesichert bei dem Wurf. Gerade noch die Probe bekommen. Ein Fuchs. Nee. Das gerade noch mal den Hals aus der Schlinge gezogen. Also, Black Archon wünscht sich, dass ich ihm ab jetzt nie mehr irgendwelche Botschaften ausrichte und er auf einer Insel der Einsamkeit dahin vegetiert, ohne Kontakt zum Ausland. Kannst du so haben. Ja, Tracy, bist du ein bisschen kommunikativer? Darf ich dir mitteilen, was andere über dich denken und sagen? Ich werde zuhören. Ob ich was dazu sage, ist eine andere Sache. Irgendwie klingt da so eine gewisse innere Ruhe aus deinen Worten. Du suggerierst eine ausgeglichene Stärke. Oder sind das jetzt nur so Psychomätzchen mir gegenüber? Wieso? Ich bin die Ruhe selbst. Du bist die Ruhe selbst, ja. Ganz ruhig. Ganz entspannt und genau. ganz feige hast du all deine Truppen um Palenka herum versammelt und lässt den armen Black Archon. Nö, ich musste gerade mich mit Barbaren rumschlagen. Du musst ja ihre Bautrupps schützen. Ach so. Ja, ich musste gerade ein paar Barbaren plätten. Finde ich gut, dass du dich für deine Bautrupps verantwortlich fühlst. Machen nicht alle hier. So, was nehme ich denn da jetzt? oh Gott. Lass uns doch teilhaben an deinen Gedanken. So hört sich eine Let's Playerin an, wenn sie nachdenkt. Okay, nehmen wir die Philosophie. Das passt zu dir, zu dieser ausgeglichenen Sophie. Geisteshaltung, die du eben suggeriert hast, diesem in sich ruhen, die Philosophie. Und vielleicht sollte man auch erwähnen, dass du mittlerweile ein Götterpantheon verehrst, einen Glaubenssatz, und zwar die Wüstenfolklore. Du auch schon eine ganze Weile, wenn man genau ist. Du betest die Wüste an. Die war, glaube ich, die zweite. Deshalb sind auch diese vielen Religionspunkte bei dir aus den Wüstenfeldern. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, Kompliment, passt total perfekt zu diesem Wüstenstandort, den du da hast. Ja. Yep. Ganz bescheiden sagt sie, ja, dieses Kompliment ziehe ich mir an. Ja, bisher sogar ist nur ein Feld, was nicht an den Glaubensbonus hat, oder? Wenn man das richtig sieht, ja. Becky, wie sieht das bei dir aus? Nochmal einen Blick auf die Shoshonen und ich muss feststellen, dass du mittlerweile über einen großen General verfügst, der auf welchen Namen hört. Das ist Kau-Kau. Kau-Kau. Der kaut Kau-Kau. Gerne Kaugummi. Ja, ein gutes Wikipedia-Wissen. Habe ich dich richtig gehört? Dein General heißt Kakao, also nicht etwa Kaffee oder Cola, der heißt Kakao. Kau-Kau. Ich weiß Kau-Kau. Aber nicht, wer das ist, muss ich zugeben. Soweit reichen meine Geschichtskenntnisse wohl doch nicht. Tja, also meine reichen auch nicht so weit. Keine Ahnung, weiß wer das sein könnte. Vielleicht irgendein indianischer Kriegsherr. Martexus wüsste das. Der hatte ein unglaublichen Wissensschatz von irgendwelchen Kleinigkeiten, die er irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt hat. Den werden wir gleich mal fragen. Ganz unauffällig. Wie machen wir das? Wie streuen wir das ein? Vielleicht weiß das ja auch jemand im Chat.
Könnte auch sein, liebe Chat-Zuschauer. Oder wir können jetzt ganz schnell mal Wikipedia befragen. Ja, das wäre Cheaten. Einen Siedler hast du jetzt gegründet, Blackie. Was hast du mit dem vor? Wo willst du hinziehen mit dem? Nun, südwestlich von meiner Hauptstadt gibt es zwei Eisenvorkommen. Und diese würde ich mir gerne sichern wollen. Oh, das ist jetzt blöd. Jetzt sehen wir, also ihr nicht, Tracy und Blackie, aber wir, Zakor und Zuschauer, einen Nachteil des Zuschauermodus bei C5. Uns werden leider nur all das eingeblendet, was es bei Spiel Start auf der Karte gab. Denn wir im Zuschauermodus, wir gelten quasi als Mitspieler. Wir haben zwar keine Einheiten, keine Städte und so weiter, aber technisch, formal sind wir hier eine Zivilisation in der Spielwelt. Und wir können nicht forschen im Zuschauermodus und damit können wir auch nicht die neuen Ressourcen aufdecken, die durch Technologien freigeschaltet werden würden. Wir wissen leider nicht, wo die Eisenressourcen sind. Da kann ich nur sagen, das ist blöd. Okay. Ja, ich meine, ihr werdet es ja irgendwann dann noch sehen. Wir müssen uns an die Fersen von Blackie und seinem Siedler heften. Genau. Und dich nicht aus den Augen verlassen, Blackie. Möchtest du es von mir beschrieben haben? Ja, bitte. Also, wenn du auch ungefähr südwestlich von meiner Hauptstadt schaust, siehst du ja eine ägyptische Stadt. Ja. Und ungefähr zwei, drei Felder südöstlich davon sind diese Eisenvorkommen. Oberhalb von einer Oase. Bist du schon auf dem Weg dahin? Ich hoffe es für dich. Hast du gesagt südwestlich oder südöstlich? Sehr gut. Südöstlich von dieser ägyptischen Stadt. Von Theben. Ich sehe nur die Grenze, ich weiß nicht, welche das ist. Okay. Und da liegt eine Oase. Da liegt etwas ungefähr 4 bis 5 Felder. Ich hab's gesagt, eine Oase. Klar. Alles klar. Und da darf oben ich, drüber sind darf zwei. Darf ich euch kurz unterbrechen? Ja. Na klar. Also ich habe gleich drei Sachen. Eine ist mal der Kao Kao, das hat inzwischen einer nachgeforscht. Das ist ein Chinese, ein chinesischer General. Das als ersten Punkt. Ja. Ein Chinese bei den Indianern, okay. Ja. Der nächste Punkt, das ist eine Info für Blackie. Wir hatten ja vorhin die Frage zu den Weltwundern, wo du Fighting Bull bezichtigt hast, ihm dir ein Geheimnis zu verraten. Da ist ein Hinweis aus dem Chat, dass du auch bei der Weltpolitik nachschauen kannst, wer welches Weltwunder gebaut hat. Das heißt, das war gar kein Geheimnis in Wirklichkeit. Ach so. Der Walzi, der große General von Black Aken, der Chinese, hin und her, raus aus der Stadt und wieder rein, will anscheinend ein wenig spazieren reiten und sich die Landschaft angucken. Oder will einfach nur die kommenden Schlachtfelder inspizieren, Blackie? Ich möchte ihn natürlich in Sicherheit halten, deshalb werde ich ihn erstmal, soweit es geht, in der Hauptstadt stehen lassen. Und bei der aktuellen Position verstärkt er trotzdem noch meinen Speerkämpfer. Ei! So, der geht dann auch mit. Oh yeah, ich kann jemanden upgraden. Ah, der ist aber auch fast tot, super. Tracina, wenn dein Schwert geheilt ist... Ja. Dann kannst du hier oben mit Spawnen jagen. Ja, mache ich auch. Tracy, du hast ja noch keine weitere Stadt gegründet. Ich bin gerade dabei. Wo ist dein Siedler denn? Der wird begleitet von einem Speerkämpfer. Gib mal die Himmelsrichtung an. Ich sehe ihn gerade nicht. Er ist südöstlich von Palenque. Ist er gerade aufgebrochen. Oh, entschuldige. Ich bin gerade bei der völlig falschen Stadt, beim völlig falschen Spieler. Brazzo sofort hat die Complete Edition sich ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch. In welche Richtung ziehst du... Tracy, in welche Richtung? Ja, ich habe ihn jetzt. In welche Richtung ziehst du mit ihm oder konkret auf welches Feld hin? Siehst du meinen Speer? Der ist... Und genau da werde ich sie gründen. Ah ja, auf diesem Hügelfeld. Mhm. Genau. In der Nähe einer Färbemittel-Luxusressource. Dann gibt es noch Schafe in der Nähe, gut um die Stadt schnell wachsen zu lassen und auch schnell bauen zu lassen. Sehr ausgeglichenes Geländefeld, genauso viel Nahrung wie Hämmer. Stein ist da auch gut für die Produktion. Vieh ist sehr, sehr gut für das Bevölkerungswachstum, auch dass ein Fluss in der Nähe gelegen ist. Da kann man dann bald Bauernhöfe bauen, die etwas mehr
zusätzliche Nahrung bringen. Mhm. Kein schlechter Standort. Ja. Michiel, wie sieht es eigentlich mit deiner Zufriedenheit aus im Reich? Bei mir? Mhm. Ich bin zufrieden. Und auch wenn ich die Stadt gründe, wird noch genug Zufriedenheit übrig sein. Ja, wie viel hast du denn, wie viel Zufriedenheitspunkte? 7. 7 Zufriedenheitspunkte. Eine Stadtgründung kostet, glaube ich, 4 Zufriedenheitspunkte, bleiben 3 übrig. Genau. Und ich habe den Zucker ja noch nicht angeschlossen. Ach, ja dann. Dann sieht das ja alles ganz easy aus. Easy Pupisi, genau. Langsam nähern wir uns der Marke 21.50 Uhr. Da haben wir nämlich gesagt, machen wir unsere einzige Pause, eine 10-Minuten-Pause. Ja, die Pause ist aber doch gleich vorbei, oder nicht? Ja, ja. Ist bereits vorbei. Wir sind wieder auf Sendung, liebe Zuschauer. Okay, hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder beim Livestream von Ziforum.de mit Sid Meier's Civilization 5. Mit mir, mit Writing Bull, mit Zakor, meinem Mitmoderator. Hallo. Mit dem Team, in dessen Chat-Kanal, in dessen Teamspeak-Kanal wir gerade sind, bei Piro Parker und Wallahan. Hallo. Ja, hi. Ja, hallo. Also ich habe jetzt eure Ansinnen gerade nicht ganz verstanden, wegen des großen Problems. Es hat sich schon erübrigt, weil die Pause vorbei ist. Ist schon in Ordnung. Die Pause ist vorbei. Und wir beide, Zacko, wir werden jetzt mal ganz kurz in die Lobby wechseln und ein kurzes Zwischenfazit ziehen und auch die Zuschauer, die neu dazugekommen sind, mal ein wenig beglücken mit unserer ganz persönlichen Einschätzung, wie es im Augenblick hier aussieht in der Spielwelt. Ja. User left channel switched. Ja. Wie stellt sich das für dich dar, Zakor? Wir haben jetzt wie viele Runden gespielt? 45 Runden. Noch gehen die Herrschaften alle ein bisschen zu friedlich für meinen Geschmack miteinander um. Wir haben ja schon versucht, die ein wenig aufzuwiegeln. Hat noch nicht so richtig geklappt. Im Moment wird friedlich Wunder gebaut und ein bisschen mit den Barbaren gekämpft, aber wirklich kriegerische Handeln zwischen den Nationen haben noch gar nicht stattgefunden. Im Gegenteil, es gibt sogar schon Freundschaftsverträge und da werden Handelsverträge vielleicht schon geplant. Wer weiß. Aber kriegerische Aktionen haben wir noch keine. Unfassbar. Da haben wir die extra in 3 Teams eingeteilt, haben denen eingeschärft, dass sie doch gefälligst miteinander zu konkurrieren haben. Und wir benutzen ja wirklich, finde ich, jede Gelegenheit, um ein wenig Unfrieden zwischen den Herrschaften zu stiften. Und das alles fruchtet nicht. Der Keim des Bösen und der Zwietracht, den wir säen, geht nicht auf. Was machen wir falsch? Vielleicht musst du das geschickt anstellen, weil ich habe das Gefühl, du suggerierst das immer so frontal. Vielleicht musst du das etwas geschickter verstecken. Heimtückischer. Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Wen könnten wir denn in einen Krieg mit wem reinstürzen? Ich glaube, strategisch gesehen wäre es ja am günstigsten, wenn sich Lecky und Tracina da auf den Ägypter stürzen würden. Da könnten sie gleich noch ein Weltwunder mit absahen. Das wäre ja von 2 Fronten, könnten die da beide sehr gut angreifen. Allerdings muss man auch dran denken, dass die Streitwagen von Ägypten ja nicht sehr schlecht sind für den Anfang. Das ist ja die Spezialeinheit der Ägypter. Der wird sich gut wehren können. Aber strategisch gesehen wäre das wahrscheinlich ein sinnvoller Krieg, weil die wirklich den in die Zange nehmen könnten. Das hätte ich an deren Stelle auch schon längst gemacht. Aber kann das sein, dass eben, liegt jetzt so eine halbe Stunde etwa live zurück, dass da der Fürst Pocatello von den Shoshonen, sprich der Herr Black Argen, noch gar nicht genau wusste, wo Theben liegt und dass es hier liegt. Er sah da nur irgendwo was Gelbes, dass da die Orientierung noch gar nicht so richtig funktioniert, was ich gar nicht richtig verstehe, weil der hat doch seine Fährtenleser, seine shoshonischen Späher überall rumgeschickt und hat trotzdem noch gar keinen richtigen Überblick, dass hier ein so gutes Opfer bei ihm direkt von der Nase liegt. Er ist, glaube ich, am Anfang ganz knapp vor der ägyptischen Hauptstadt abgedreht mit seinem Speer und hat deswegen das Gebiet nicht erforscht. Das ist ein bisschen seltsam, aber naja, das ist ja manchmal auch der Zufall, wo man jetzt gerade langzieht. Hier ziehen diverse Siedler auch hin und her. Das könnte zum Beispiel ganz pfiffig werden hier. Schau mal, hier haben die Maya von Tracy mittlerweile eine zweite Stadt gegründet, Tikal, nordöstlich. Genau. Und ein Siedler der Ägypter zieht, mäßig gut bewacht, an denen vorbei. Richtung Südwesten will er anscheinend auch irgendwo gründen. Vielleicht weiß der noch gar nicht, der Pharao der Ägypter, vielleicht weiß Puck noch gar nicht, dass diese Stadt da gegründet worden ist. Ja, das ist zu vermuten, dass er das noch gar nicht sieht. Weil viele andere sehr gute Stadtstandorte gibt es ja in der Nähe nicht.
Und östlich davon zieht ein Siedler der Shoshonen auch Richtung Südwesten runter. Das hat uns eben Black Arken ja im Gespräch verraten, dass hier irgendwo Eisenressourcen liegen, die wichtig sind, um in der ausgehenden Antike gute Kampfeinheiten wie Schwertkämpfer beispielsweise oder auch im Mittelalter wie Tribocke oder Tribuchets und Langschwertkämpfer herzustellen. Hier liegen die, werden uns leider nicht angezeigt, weil das ist ein Nachteil des Zuschauermodus bei Civ 5, da wird nur alles angezeigt, was es von Beginn an in der Spielwelt gab. Aber auch er will eine weitere Stadt gründen. Meine einzige Hoffnung ist jetzt, Sakura, dass sie bald die Spielwelt so zumindest an den günstigsten Standorten zugepflastert haben und dann, wenn sie dann expandieren wollen, eigentlich nur noch eine Möglichkeit haben. Ja, wenn man sich Ägypten anguckt, weil sieh mal, Tikal ist da im Südwesten, im Südosten wird auch bald eine shoshonische Stadt stehen. Im Osten ist die shoshonische Hauptstadt, da ist für Ägypten eigentlich nur noch im Norden ein bisschen Platz und dann müsste es eigentlich schon Krieg geben. Und entscheidend für die Expansion sind ja oft die Luxusressourcen, weil die wichtig sind für die Zufriedenheit zivilisationsweit. In der Regel ist es so, eine neue Stadt, die man gründet, verbraucht vom Start weg erstmal 4 Zufriedenheitspunkte vom Zufriedenheitskissen, das man hat. Eins für die, 3 für die Stadt selber und 1 für den ersten Bevölkerungspunkt dort. Und es ist schon wichtig, zügig solche Luxusressourcen zu erschließen oder zu handeln. Und so langsam füllen sich die Kontinente. Wie sieht es denn auf dem anderen Kontinent aus? Im westlichen Kontinent hat zumindest Keltenland schon gesiedelt, an der sehr günstigen Position mit diesem Silberberg, wie ist der, Cerro de Potosi oder wie das ausgesprochen wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall liegt er schon im keltischen Gebiet und wird wahrscheinlich auch bald bearbeitet werden und bringt 10 Gold. Das heißt, Piroparka mit seinen Kelten wird sehr reich werden. Und im Süden haben wir die Assyrer, die haben aber, soweit ich weiß, noch keine Expansionspläne, ist zumindest kein Siedler zu sehen. Aber ich glaube, Martexus hat ja auch angekündigt, dass er Piroparka siedeln lassen will und dann eventuell sich die Städte dann holt, statt sie selber zu gründen. Vielleicht sehen wir ja da auch den ersten Krieg. Und es gibt noch eine ganz andere Möglichkeit für alle Zivilisationen, nämlich den Angriff auf die Stadtstaaten. Denn das könnte vielleicht wirklich psychologisch für die einen Ausweg darstellen, weil nach meinem Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, alle ein bisschen, ja nicht ängstlich, aber respektvoll gegenüber den anderen Mitspielern auftreten und sich immer denken, ah, was haben die vor, finstere Pläne schieben die sicher, wer weiß, was sie an Einheiten bauen, ich muss aufpassen, ich muss selber Einheiten bauen. Und die haben alle, also ängstlich spielen, wäre ein bisschen gemein, wenn ich das sagen würde, aber ihnen fehlt zumindest der Mut. Ja, jeder geht von dem Schlimmsten aus wahrscheinlich und bereitet sich darauf vor. Und will, vielleicht ist das auch Druck durch die Zuschauer. Wenn man weiß, dass so viele Leute zuschauen, dann will man natürlich nicht blöd aussehen und spielt lieber auf Nummer sicher. Es sind wirklich unglaublich viele Zuschauer. Bei Beginn unseres Livestreams vor über 2 Stunden, da waren es 250, jetzt sind es immer noch knapp 200. Das ist wirklich verdammt viel. Und darüber freuen wir uns natürlich auch sehr, weil das sehr motivierend ist, einen solchen Livestream durchzuführen. Ist auch immer mit viel Organisationsaufwand verbunden. Also vielen Dank, dass ihr mit so viel Vorschusslorbeeren an uns zugetraut habt und hier den Abend für uns reserviert habt. Ganz ja, vielen toll. Dank auch von mir. Ja, dann müssen wir jetzt, um das mal zusammenzufassen, in die Kanäle zurückgehen. Jedes Team hat ja seinen eigenen Teamspeak-Kanal und müssen den Leuten irgendwie klar machen, dass wir müssen unsere Taktik ändern. Bislang haben wir die ja immer ironisch so ein bisschen provoziert und versucht zu verunsichern. Vielleicht versuchen wir denen jetzt Mut einzuflößen mal. Achso, Mut zum Krieg. Ja, genau. Wir machen das mal. Naja. Wir machen jetzt mal die umgekehrte Taktik. Wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Wir versuchen die jetzt gnadenlos aufzubauen, hart an der Grenze zur Schleimscheißerei. Das kriegen wir doch sicher gebacken, oh großer Zakor. Ah, wir haben doch Talent darin, oder? Yep. Wir können so freundlich sein, wenn wir wollen.